Alter, ich glaube, wir haben zusammen was richtig Krasses erschaffen. Wir haben in den letzten Monaten etwas gearbeitet, was es so, glaube ich, wirklich noch nicht gab. Und ich bin echt stolz, euch das jetzt präsentieren zu dürfen. Ihr wisst, meine und auch die Lieblingsserie von vielen von euch ist Avatar. Also, ihr, das Echte, ne? Nicht die blauen Männer. Und ich wollte schon seit Ewigkeiten Schmuck rausbringen. I mean, ich habe schon vor Jahren Kommentare bekommen, wo Leute gefordert haben, dass ich meine alte Blitzkette rausbringe. Was ja auch irgendwie Sinn ergibt, weil der Blitz war ja irgendwie immer so ein bisschen das Markenzeichen von mir. Nur die Challenge war, wie schafft man es, Avatar und vor allem auch die vier Elemente mit zu integrieren? Und das vor allem jetzt auch so, dass ich nicht unfassbar viele verschiedene einzelne Pieces rausbringen muss. Und da kamen wir eben auf folgende Idee. Und zwar, lass uns doch einfach die vier Elemente auf die Rückseite des Blitzes eingravieren. Wie so ein Tattoo halt nur für Schmuck. Und das mit selbstgemachten Designs, also natürlich sind die immer noch an die Serie angelehnt, aber halt eben so gemacht, dass jeder dem Engraving noch so eine eigene Bedeutung geben kann. Und deswegen gibt es ab jetzt diesen Blitz hier in Silber, Gold und Schwarz mit Wasser, Erde, Feuer und meinem persönlichen Element Luft-Engraving. Und was ich einfach nur übel nice finde, also manchmal gucke ich mir mein Tattoo hier an, Create, was mich halt immer wieder daran erinnern soll, wofür ich im Leben überhaupt stehe und was ich auch im Leben erreichen will. Und so kann sich jetzt halt eben jeder die Energie vom Tattoo vom eigenen Schmuck holen. Also klar, Feuer steht für Leidenschaft, Wasser für Anpassungsfähigkeit, Erde für Überzeugung und Luft halt eben für Freiheit. Aber wie ich persönlich bei Luft vor allem das Gefühl habe, meine Kreativität so freien Lauf zu lassen, kann jetzt halt eben jeder jedem Element die Bedeutung geben, die ihm halt eben Energie für den Tag gibt. Wobei ich sagen muss, dass neben den Bedeutungen die Sachen auch einfach nur sexy aussehen. Aber in unserer Balance-Kollektion wollen wir halt eben nicht nur Pieces rausbringen, die eben Energie heben, sondern noch ein bisschen mehr. So gibt es nämlich jetzt auch diese Perlenkette hier, die dafür steht, wo man herkommt, was man schon alles erlebt und auch miterlebt hat und die vor allem mit jeder Perle die eigene Erfahrung widerspiegeln soll. Finde ich persönlich super wichtig, nicht zu vergessen, wo man herkommt, aber auch aus Erfahrungen und gegebenenfalls auch Fehlern halt eben zu lernen. Aber vom ganzen Stress und Trubel des Lebens muss man manchmal auch ein bisschen Pause machen. Und dafür haben wir halt eben diese Wolkenohrringe hier entworfen. Die sind für Lockerheit da, dass man nicht alles im Leben immer so super ernst nehmen soll. Aber sollen auch daran erinnern, dass man ab und zu mal eine Pause machen soll und diese auch halt eben locker genießen soll. Und so kann ich euch jetzt wirklich mit den Pieces Energie, Erinnerung und Gelassenheit unsere erste eigene Kollektion Balance präsentieren. Weil, ganz kurz Real Talk, ich finde wirklich, darum geht es viel im Leben. Halt eben die Balance zu finden. Dass man natürlich manchmal im Leben ballern muss, dass man manchmal im Leben halt energetisch seine Ziele fokussieren muss, dass man aber auch nicht vergessen hat, wo man herkommt. Aber man sich auch manchmal dran erinnern muss, halt alles ein bisschen locker zu sehen, mal eine Pause zu machen, weil man lebt auch nur einmal. Dazu ist es alles so designt, dass man es vor allem so im locker luftigen Sommer tragen kann. Ne? Deswegen, ich trage auch viel Hemd und sowas. Ich finde, das passt einfach super gut zu so Sommermode. Dazu ist der Schmuck aus Edelstahl, das bedeutet, alle Leute mit einer Kupfer- oder Nickelallergie können ihn problemlos tragen. Außerdem gibt es eine lebenslange Garantie. Bedeutet, wenn euch in 5 Jahren das Ding kaputt geht, weil ihr weiter nicht außersehen 10 Mal mit dem Hammer draufgehauen habt. Ich glaube übrigens nicht, dass es kaputt geht, weil ich habe selber schon mit dem Hammer draufgehauen. Aber sollte was kaputt gehen, gibt es eine lebenslange Garantie. Deswegen, ihr könnt immer dem Support schreiben und bekommt immer sofort ein neues Piece. Ihr könnt damit duschen, ihr könnt damit schlafen. Dazu an die Ohrringträger. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Edelstahl liegt, so, ne? Aber ich hatte früher immer mit Ohrsteckern das Problem, dass meine Ohren immer so slightly entzündet waren, immer so ganz leicht. Und jetzt wirklich, ich trage die Dinger seit einem Monat ungefähr, nichts. Also ich glaube, meinen Ohren ging es, seitdem ich Ohrstecker getragen habe, noch nie so gut wie gerade. Weiß nicht, ob es daran liegt, wollte ich euch nur mitteilen, dass es auf jeden Fall so ist. Aber dazu noch eine sehr wichtige Sache, und zwar wird es diese Kollektion jetzt nur eine Woche lang zu bestellen geben. Das Ganze ist eine Vorbestellaktion, bedeutet, die Sachen werden erst produziert, nachdem sie bestellt worden sind. Und man kann sie nur jetzt vom 7.7. bis zum nächsten Sonntag, den 14.7. bestellen. Danach wirklich nie wieder. Am Montag, der 15. ist der Shop zu. Und dann gibt es die Dinger nicht mehr. Lebenslang gibt es die wirklich nicht mehr. Also wenn man Bock auf die Kollektion Balance hat, muss man jetzt bestellen, weil dann sind die für immer weg. Alles natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Es gibt dazu natürlich auch jedes Schmuckschild in Silber, Gold und Schwarz. Erster Link Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar. Kommt jetzt zur Website. Ich bin super stolz drauf, unseren ersten eigenen kreierten gemeinsamen Schmuck Balance euch zeigen und ja, zeigen zu können einfach, das ist voll geil. Digga, wir haben jetzt so lange dran gearbeitet, ey, ich habe so Bock, dass die Dinger jetzt rauskommen. Ja, ich bin einfach nur gespannt, wie ihr damit aussehen werdet. Ich habe so Bock, euch damit rumrennen zu sehen. Danke für Support und ja, wir sehen uns auf der Straße. Hoffentlich mit Kette. Oder mit Ohre, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass es euch gefällt. Ich weiß ja, dass es euch gefällt. Ihr habt mir schon 1000 Nachrichten geschrieben, wie geil ihr die Sachen findet. Ja, erster Link Videobeschreibung, angepinnter Kommentar. Gönnt euch den Bums. Und ich freue mich, euch zu sehen. Ciao.